So, hallo, guten Morgen, YouTube. Heute bin ich mal wieder für euch da. Und zwar geht es heute mal um ein paar kleine Tipps. Wir haben gerade einen aktuellen Fall mit einem Audi, wo es leider zu einem Keilriemenschaden gekommen ist, weil, ich sag's mal ganz banal, man hat einfach ein paar Symptome oder ein paar Geräusche missachtet, die dann quasi zu einem noch vergleichsweise glimpflichen Schaden gekommen sind, aber es waren jetzt auch ein paar hundert Euro. Und das will ich euch einfach, ja, ich will sagen, verhindern, weil es muss ja nicht sein. Jeder von uns muss sein Geld hart verdienen und dann ist sowas natürlich umso schlimmer. Da geht es einfach um ein paar wichtige Grundsätze und ich denke, jeder, auch wenn man nicht autoaffin ist, kann ein paar Kleinigkeiten selber schauen. Thema Öl ist einfach ein Thema. Thema Ölverbrauch ist sehr wichtig. Ja? Einfach gucken, ich sag mal so, 2000 Kilometer, hey, was macht mein Öl? Passt mein Ölstand? Passt der Stand von meinem Kühlwasser? Fällt mir irgendwas auf, was untypisch ist? Irgendwelche Geräusche? Ja? Ich bin dieses Auto gefahren, ich habe es auch gelernt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich bin dieses Auto gefahren und ich habe sofort gehört, aus dem Motorraum klingelt irgendwas. Ich wusste, hey, da geht was kaputt. Und genau an diesem Tag, 6 Stunden später, ist auch genau dieses Teil kaputt gegangen. Und zwar hat sich in dem Fall eine Umlenkrolle quasi mehr oder minder gelöst. Da hat sich das Lager gelöst auf dem Lagerzapfen. Und dann hat es natürlich die ganze Umlenkrolle samt Keilriemen da vorne im Motorraum verwickelt. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann man mit ein bisschen Gehör, mit ein bisschen Geschick kann man das umgehen. Auch wenn man es nicht gelernt hat. Man hört ja, hey, das Auto macht andere Geräusche oder hey, da hat sich was verändert. Was? Ich muss gucken. Dann gehe ich in die Werkstatt oder ich gucke selber. Und das sind so Dinge, wo ich einfach denke, das muss nicht sein. Ja? Genauso wie das Thema mit dem Öl und mit dem Thema Kühlwasser, sage ich mal ganz vorsichtig, das sind alles so Sachen, wo man einfach Reparaturen vermeiden kann. Genauso wie jeder weiß, dass man im Winter eine andere Flüssigkeit in Scheibenwaschbehälter füllt, beziehungsweise eine, die höhere Temperaturen aushält wie im Sommer. Ja? Einfach Frostschutz, der für den Winter geeignet ist, Frostschutz, der für den Sommer geeignet ist. Entschuldigung. Und da auch einfach Schäden zu verhindern. Das ist ja oftmals so, dass eben die Scheibenwaschbehälter auch teilweise jetzt in irgendwelchen Radläufen sitzen, hinter irgendwelchen Kotflügeln und so weiter. Und da macht es ja keinen Sinn, es drauf ankommen zu lassen. Man weiß ja zum Beispiel von O bis O ist es kalt, genau wie Thema Winterreifenregel. Und da kann man es ja genauso machen mit dem Thema Flüssigkeiten, dass man einfach schaut, hey, machen wir das Ding winterfest, gehen wir da kein Risiko. Wie schon gesagt, ich will da auch niemanden Vorwurf machen. Ich sag nur, dass es einfach Sachen sind, die man vermeiden kann, weil niemand hat Geld zu verschenken. Ja, jeder arbeitet hart dafür. Und da kann man sich so Thematiken sparen. Ja, ich werde jetzt nachher euch noch direkt am Fahrzeug mal die defekten Teile zeigen. Und unterm Strich kann man froh sein, dass da im Endeffekt nicht mehr passiert ist, weil in dem Fall handelt es sich um einen A64B, 2,5 Liter Diesel, also V6 Turbo. Der Zahnriemen sitzt auch in der Nähe dieser Abdeckung und da hätte durchaus eine Rolle oder der Riemen selber auch den Zahnriemen beschädigen können. Und was da passiert wäre, da brauchen wir uns das nicht ausmalen. Und deswegen sage ich, achtet einfach drauf. Es ist gegen niemand böse. Es ist ja einfach nur ein Hinweis, achtet einfach drauf. Guckt ein bisschen nach euren Autos. Wir können auch gerne, wenn das gewünscht ist, mal ein paar Autos durchgehen. Einfach mal zeigen, hey, was muss man wo drauf achten? Wo gucke ich nach dem Ölstand? Viele Autos haben noch einen Ölmessstab, viele machen es elektronisch. Elektronisch geht es meistens über den Bordcomputer. Das ist alles überhaupt gar kein Thema. Ja, Kühlwasserstand kann man immer prüfen. Einfach Behälter aufmachen, gucken. Wichtig ist nur, dass man den Behälter, wenn man ihn aufmacht, wenn es zum Beispiel warm ist, dass man da sehr behutsam vorgeht. Nicht, dass nachher beim Aufmachen das Wasser kocht und übersprudelt. Da ist keinem was geholfen, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber einfach so kleine Feinheiten, wo man weiß, hey,
da könnte was kommen. Ja? Und das ist natürlich auch mal kilometerabhängig, dass normalerweise bei 50.000 Kilometer eine Spannrolle, eine Umlenkrolle oder irgendwas am Riementrieb nicht kaputt geht, ist auch klar. Aber man hat mal nach Richtung 150, 200.000 geht, das ist einfach so. Da kann das natürlich durchaus passieren und da darf man auch gar nicht böse sein. Ich meine, das ist ein Verschleißteil, ein Lager tut auch nur seine Arbeit und verrichtet halt irgendwann seine Dinge und geht auch dann dementsprechend kaputt. Ich meine, das Teil ist ständig auf Last, das Teil hat ständig Druck im Riementrieb, da ist ständig eine Belastung, dass irgendwann mal das Lager sagt, okay, ich gehe jetzt kaputt, ist auch klar. Ja, aber einfach, das sind so Feinheiten. Man hört ja, das Geräusch ist anders, man hört ja, hey, da ist was lauter, da klingelt irgendwas, ich höre was. Ja. Dann einfach agieren, bevor es zu spät ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist zumindest meine Meinung. Ja? Jetzt hoffe ich, dass ich euch da ein bisschen geholfen habe. Gehen wir gleich mal schon ab zum Auto und dann zeige ich euch mal die Teile und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Ja? Bis gleich. Ciao. Ja, jetzt wie besprochen nochmal im Audi A6 jetzt aktuell. War gerade auf Probefahrt, alles soweit in Ordnung. Hier haben wir gerade mal das Teil. Ihr seht hier diese Umlenkrolle. Hier dieses Teil, wenn ich es jetzt hier reinsetze, seht ihr, es fehlt dieses komplette Lager. Ja, ja, und das ist halt, ja, es hat sich angekündigt. Es hat sich lange angekündigt, das Geräusch. Es war eine Weile zu hören, aber Kunde hat halt nicht drauf geachtet, beziehungsweise wusste nicht, hey, wo ordne ich das ein? Hey, was ist das? Und das sind halt so Feinheiten. Einfach mal hören, hey, hat sich was verändert? Ich frage mal lieber einen Kfz-Ler oder ich frage mal jemanden, der sich ein bisschen auskennt, was könnte denn das sein, dass man einfach die Sachen vermeidet, ja, weil das ist einfach, es ist viel Geld, ja. Das sind jetzt auch nur ein paar hundert Euro gewesen, wo man sich einfach sparen kann. Wir haben noch die Spannrolle, also die Rolle von der Spannrolle getauscht. Wir haben noch zwei andere Umlenkrollen getauscht, so dass wir einfach jetzt auf Nummer sicher sind, dass es jetzt gut ist. Und dass jetzt einfach nichts mehr kommt. Jetzt kann man wieder fahren, ganz ohne Stress, ganz ohne Probleme. Das ist das, was wichtig ist. Ja? Man will ja von A nach B kommen, ohne immer im Hinterkopf haben zu müssen, hey, da war was, es könnte was kommen. Und deswegen immer wichtig, wenn ihr irgendwas hört, irgendwas seht, fragt lieber, schreibt Kommentare. Es gibt genügend Leute auch im Netz, in Foren, die euch antworten und die sagen, hey, hör zu, das und das könnte es sein oder schick mal ein Video und dann kann man das zuordnen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr wollt ja auch, ich sag mal, euer hart verdientes Geld für andere Sachen oder sparen oder für andere Sachen ausgeben und nicht immer alles ins Auto stecken müssen. Und da denke ich halt, wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, ein bisschen genauer hinhört, seinen Ölstand prüft, das, was wir vorher schon hatten, Thema Kühlwasser, einfach Kleinigkeiten, dass man einfach gewisse Schäden einfach verhindern kann, wenn man schaut. Ja? Lieber Vorsorge statt Nachsorge. Das ist einfach ein Thema. Wie schon gesagt, das wird man jetzt auch öfters weiter drauf eingehen. Der A6 hier ist ein 4B, hat 240.000 Kilometer und der Motor läuft jetzt wieder wie am ersten Tag. Ja? Also keinerlei Ruckeln, alles in Ordnung, alles sauber. Wird noch eine Weile laufen. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.